Okay. Kein Mensch ist illegal. Bleibe recht überall. 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 Next, we're going to hear from Kirsten Müller von der Heiden. Kirsten. Auch mit Philemon. Und auch mit Bruno. Ich kann nicht eine weitere Vorstellung geben. Bruno. Hi everybody, we're standing here together with you. In front of the US Embassy. But wir Europäer sollten nicht mit dem Finger da drauf zeigen, sondern mit euch hier gemeinsam stehen. Denn Europa, was macht Europa? Europas Politik ist die einer menschenverachtenden, Menschenleben riskierenden und Todesopfer fordernden Abschottung nach außen. Die eines menschenunwürdigen Einsperrens und Festhalten von Menschen in katastrophalen Lagern an den Grenzen und auch innerhalb der Mitgliedstaaten. Die eines entmenschlichenden Selektionsverfahrens in Asylverfahren und bei Abschiebepraktiken sowie die einer entrechtenden Integrationspraxis. Zudem werden humanitäre Helferinnen und humanitäre Hilfe kriminalisiert. Damit stärkt diese Politik auch rechtspopulistische Parteien. Sie macht salonfähig. Kurz, Europa missachtet die Menschenrechte und setzt auf Abschreckung und Zurückweisung, dabei selbst die Verletzung von internationalem Recht in Kauf nehmend. Die EU und allen voran Deutschland unterhält Verträge mit außereuropäischen Staaten, um die Sicherung der sogenannten EU-Außengrenzen an undemokratische, diktatorische und brutale Despoten zu delegieren, so das EU-Türkei-Abkommen, auch Flüchtlingsdeal oder Flüchtlingspakt genannt, oder der menschenverachtende Deal der EU mit Libyen. Die EU rüstet in Millionenhöhe die sogenannte libysche Küstenwache aus, die aus brutalen Milizen, Menschenschmugglern und Menschenhändlern besteht. Im Rahmen ihrer Patrouillen und sogenannten Rettungseinsätzen wendet sie Gewalt gegen Männer, Frauen und Kinder an, zwingt die Betroffenen auf ihre Schiffe und bringt sie zurück nach Libyen, um sie erneut an Schmuggler zu verkaufen. Zurück nach Libyen, in ein Land, das nach dem Sturz Gaddafis 2011 und 2014, nach dem Zerfall in zwei Regierungen, nun zudem noch in dem Chaos und der Gewalt eines Bürgerkrieges versinkt, in dessen Mitte Hunderttausende von flüchtenden Menschen leben. Das Geschäft mit Entführungen und Lösegelderpressung blüht. Geflüchtete werden gefoltert, vergewaltigt, versklavt, verkauft und ermordet. Oder mittlerweile kommen sie in dem Bombardement der Lager um. Ich weiß manchmal keine Worte, wie ich jetzt Philemon, dich begrüßen kann, der du in einem dieser Lager warst und überlebt hast. Okay. Philemon aus Eritrea. Ja, alles. Anna Semei Philemon, segnete Eritrawi. Eti zeisiger segirna ftotna khun ndatemenena. Absarab tezarabti azab tekhatirna hasabna togolifna. بمغرفتي بمأسرتي اندا تساقنا بتي ميتم اي بتم چكانا دللتي تچوينا زيت ادنا گنزب كفيلنا اينا انا اب كتشهن عصر شو عتم بحاجز فطري
أكوريلا اتبال هو تدهن مركب سلام إيروبا أتي أعوات جن أعواتي جن كسب كسب هجي ساغيو ألو نحنا أب سلام بوتا خينا كنسع السع خن عندر نمن تايدم تزين قنوم أوياتنا أوياتهم أب زلنا كنا زين سمع كنا بر مقبي زي ترف كنسرح سرح زي ترفون انتو كنا صباح دو صنع دو يبال ينوسو أب سيف ستتغلق حجم بر زي دحر لو من بر زي صباح هيا تبتب نبل كسب كي تغنتبه عتمي فح خيبلة اتزكى على نقبر ولد ولدو حفرت كي يقول باب اوكي تانك يو دانك فيليمون Das war Philemons Muttersprache Tigrinya. I will read the translation now of his message in English. We had a dream to cross the unbelievable Libyan Sahara. And in the beginning of our journey, we were happy and fearless in front of our incredible way. But on our way, we got kidnapped by the hyena smugglers who got millionaires by kidnapping us. Now I'm here. After crossing the Sahara, after crossing, fleeing from the lager, after crossing the Mediterranean Sea and being saved by the Aquarius in 2017. But my brothers and sisters are still there. They are hungry and thirsty, and they get tortured, raped, or killed. And you, please, stop dancing and having fun. Of course, we can't stop to eat, to go to school, to go to work. But also, we can't tell them to stay in this hell while we have everything. Now is the time we can't step away. Today is a day we can't say tomorrow. Tap, 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 Nabel. Let's hurry, hurry up. Let's save the people in Libya before their hearts will be cut off and their bones will be thrown away in the sands of the Sahara. Let's do our best to find a solution for the future of our children before they get to know this brutal story in Libya. Thank you, Philemon. Oui, je m'appelle Bruno Ouattara. Ce que fait le gouvernement de Trump a été pratiqué des années en Afrique et continue de l'être jusqu'à aujourd'hui. Et on en parle peu. Les frontières de l'Union européenne ne sont pas ses frontières extérieures. L'Union européenne a longtemps externalisé ses frontières vers le continent africain. L'Union européenne finance des troupes militaires, des milices et une garde côtière. Non, seulement il empêche les gens de fuir à travers la Méditerranée, mais il les empêche aussi à voyager sur tout le continent africain. Ce sont les camps en Libye où des gens sont torturés, vendus et tués. L'externalisation est un acte barbare qui tue des innocents dans les déserts et en Méditerranée. Les frontières que l'Union européenne a imposées en Afrique empêchent la circulation des Africains dans leur propre pays et sur le continent. Il est pratiquement impossible de se déplacer du sud vers le nord sans être contrôlé. Les gens se sentent enfermés comme en prison. Quel être humain se sentirait enfermé ou bien en prison, n'essayerait pas de fuir ou bien de s'échapper. Les dirigeants de l'Union européenne affirment depuis longtemps que la prévention de la migration consiste également à empêcher les gens de risquer leur vie. Cela a été toujours de l'hypocrisie. Il veut que les gens meurent là-bas. Ils ont du sang sur la main, l'Union européenne. Merci. Danke, Bruno.
Ich lese Brunos Rede nun auf Deutsch. Was unter Trumps Regierung heute geschieht, macht Europa seit langen Jahren und noch heute in Afrika. Und wir reden sehr selten darüber. Die Grenzen der EU sind nicht ihre Außengrenzen. Die EU hat ihre Grenze schon lange auf den afrikanischen Kontinent ausgelagert. Die EU finanziert militärische Truppen, Milizen und eine sogenannte Küstenwache. Sie verhindern nicht nur die Flucht über das Mittelmeer, sondern behindern auch das Reisen auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Auslagerung, das sind die Lager in Libyen, in denen Menschen gequält, gefoltert, verkauft und getötet werden. Auslagerung, das ist ein barbarischer Akt, der unschuldige Menschen in Wüsten und dem Mittelmeer tötet. Die Grenzen, die die Europäische Union in Afrika auferlegt hat, verhindern die Freizügigkeit der Afrikaner innerhalb ihres eigenen Landes und auf dem Kontinent. Es ist praktisch unmöglich, sich ohne Kontrolle von Süden nach Norden zu bewegen. Die Menschen fühlen sich wie im Gefängnis eingesperrt. Welcher Mensch wird sich im Gefängnis fühlen und nicht versuchen zu fliehen? Die Schließung einer Migrationsroute hat die Migration noch nie verringert, sondern sorgt nur dafür, dass Migrantinnen und Migranten noch größere Risiken eingehen müssen. Lange haben die Regierenden der EU behauptet, es gehe bei der Verhinderung von Migration auch darum, Menschen davon abzuhalten, ihr Leben zu riskieren. Das war immer schon Heuchelei. Sie wollen, dass Menschen sterben. Sie haben Blut an ihren Händen. Schließen möchte ich mit der heutigen Eröffnung des neuen Deportationsknasts am Flughafen Schönefeld. Ich bin leider erst gestern Nacht darauf vorbereitet worden. Wir konnten nicht mehr wirklich große Proteste organisieren. Dieser Deportationsabschiebeknast wurde heute gelobt, weil kein Stacheldraht auf dem Zaun ist, weil er sogar einen Gebetsraum hat, weil er eine Kinderrutsche und eine Buddelkiste im Garten hat. Dafür habe ich keine Worte. Ich bin nur noch wund. Ich bin sowas von wütend. Es ist so eine Dekadenz, die dahinter steckt. Dieses ganze Etwas, was da jetzt auf diesem Flughafen steht, nennt sich, ich fasse es nicht, Landeskompetenzzentrum. Die Deutschen lieben Abkürzungen und sie werden die Abkürzung LKZ dafür benutzen. Es kann nicht wahr sein. Lasst uns alle zusammenstehen. Lasst uns kämpfen, lasst uns immer größer werden, als Zivilgesellschaft auf die Straße gehen. Ich bin keine Organisation, ich bin einfach Menschin, die mit Menschen zusammenlebt. Und ich werde damit nicht aufhören. Danke.